Sussul! Hallo ihr Säpplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei unseren Mädels und es hängt direkt mal an der Bestechung an bei Emi im Job als Autorin. Noemi hat ein wichtiges Interview für einen großen Artikel geführt, doch jetzt bietet ihr der Befragte Bestechungsgeld an, damit sie im fertigen Artikel was einige alles andere als schmeichelhafte Details verschweigt. Noemi kann das Geld entweder annehmen und ihre Geschichte abschwächen oder ihren Prinzipien treu bleiben. Ich würde sagen, wir lassen uns ganz klar nicht auf die Bestechung ein und bleiben unseren Prinzipien treu. Betrügerische Finanzen. Cleo ist in... Oh Gott, jetzt geht's mit Cleo weiter. Hier sehen wir übrigens gerade bei Noemi schon, dass es eine mittelgroße Leistungsverbesserung gebracht hat. Genau richtig entschieden. Ja, und bei Cleo geht's jetzt direkt weiter und diesmal können wir erpressen, sehe ich schon. Betrügerische Finanzen. Cleo ist in den Ausgabenberichten des Geschäftsführers ein Muster aufgefallen. Es scheint fast so, als würde dieser Unternehmensgelder veruntreuen. Soll Cleo dies melden oder versuchen, den Geschäftsführer zu erpressen und den Gewinn mit ihr zu teilen? Ich würde sagen, Bescheid geben. Cleo fordert die Buchhaltungsabteilung in einer E-Mail dazu auf, die Veruntreuung zu unterbinden. Vielleicht wird bald eine Stelle in der Geschäftsführung für Cleo frei. Ja, das wäre ja mal was. So, wir haben jetzt übrigens den wievielten? Den 8. Den 8. Januar, glaube ich. Ich würde sagen, es ist Zeit, den Weihnachtsbaum mal wieder aus dem Wohnzimmer zu schaffen. Unserer steht noch, aber ich muss jetzt auch gucken, dass ich den mal langsam abschmücke. Ansonsten werden die Bäumchen abgeholt. Unserer steht noch da und dann wissen wir nicht mehr, wohin und wie, was, war auch wie auch immer. So. Jetzt müssen wir nochmal gucken hier. 9 bis 17 und 9 bis 17. Das heißt, beide müssen jetzt noch 4 Stunden arbeiten. Emi geht's nicht so gut. Cleo kann richtig ranholzen heute. Richtig ranklotzen, meine ich. Ich würde sagen, bei Emi warten wir noch so bis 15 Uhr. 2 Stunden kann sie auch noch ihr volles Potenzial ausschöpfen. So, Gott. Dabei geht's ihr jetzt schon richtig schlecht. Komm, der schafft sie noch. So, ja, das hat doch richtig viel gebracht. Huhuhu. Aber wir haben noch eine Rechnung zu bezahlen, oder? Ja. Oh. 937 Simoleons. Buh. Naja, mit einem Tag dürften wir sie da drin haben mit ihren Tantiemen und... Okay, hier, erstmal ein bisschen... Zieh dich erstmal um. Outfit ändern, Alltagskleidung, zack. Was will sie machen? In Sauna entspannen. Wir haben keine Sauna. Geh lieber tanzen. Und Cleo, will was zu essen machen. Geh du erstmal aufs Klo, Cleo. Ja, ich würde sagen, wir schaffen es wahrscheinlich heute doch nicht mehr noch großartig nach der Kuhpflanze zu angeln. Das müssen wir mal nochmal anders machen. Weil wir haben jetzt schon, ja, 20 vor 6 und Emi muss morgen wieder auf die Arbeit. Wenn sie jetzt morgen frei hätte, dann hätte ich gesagt, okay, dann lassen wir sie heute ein bisschen einen drauf machen in der Nacht. Aber ich glaube, wenn wir sie jetzt hier heute noch angeln lassen, mach mal lieber wann anders und dafür kommt sie dann fit morgen auf die Arbeit. So, wir servieren das Abendessen und zwar, was machen wir? Einen Gartensalat. Oh, ich mag das Auto total gerne an Emi. So. Okay, Emi müsste auch mal noch aufs Klo. Eigentlich will ich sie nicht vom Tanzen abhalten. Aber es geht nicht anders. Macht nichts. Okay. Oje. Cleo hat sich in den Finger geschnitten, die Arme. Sie sollte das Kochen vielleicht doch lieber Emi überlassen. Obwohl, das kann auch nicht schaden, wenn Cleo hier das auch mal lernt. Dann haben wir wenigstens noch einen zweiten Sim im Haushalt, der kochen kann. Nicht, guck doch hin. Sag ich doch. Mensch. Nee. Und du? Oh je. Ja, du wirst wohl noch einen kleinen Moment warten müssen, Emi, bis Cleo fertig ist mit dem Salat. Die steht gerade ziemlich ideenlos davor. Und überlegt, kann ich den... nein. Ja, wir verfeinern den jetzt mal mit Ohrenschmalz. Cleo.
Na. Alles klar, die Qualität ist trotzdem gut. Solange sie gut ist, sind sie nicht verstimmt vom Essen. Damit kann man leben. Hauptsache, er schmeckt nicht vergammelt. Das ist vergammeltes Essen oder vergammelt schmeckendes Essen ist eigentlich noch frisches. Das ist immer so der Super-GAU, was die Mahlzeiten angeht. Und dann sind die Sims zwar satt, aber dann sind sie motzig, weil sie nicht geschmeckt hat. Aber ich glaube, gegen den üblen Geschmack im Mund hilft, glaube ich, hatte mir mal jemand gesagt, das Zähneputzen. Das klingt von der Musikart gerade eher wie K-Pop. Also Korean Pop oder sowas in der Richtung. Okay. Komm hier, Mädels. Legt mal einen Zahn zu. Esst mal schneller. Sehr schön. Hier müssten wir auch noch was hinhängen. Wir müssen sowieso die Küche mal schöner gestalten, aber das ist im Endeffekt nichts mehr. Also im Endeffekt ist es Luxus. So, hier. Wir machen die Teller zu Geld. Hey, den auch. Na bitte. Ich finde das großartig, dass man seinen Sims hier helfen kann im Haushalt. Und dass das funktioniert und man dann dabei auch noch Geld machen kann. Oh, eigentlich hat sie... Normalerweise müsste sie jetzt noch ein bisschen was für ihren Spaß tun. Oh, die beiden müssen schon wieder auf die Arbeit morgen. Da können wir wieder nichts machen. Also momentan haben wir hier Montag und Dienstag in der Sim-Woche. Ist echt doof. Weil dann sind unsere Mädels beide aus dem Haus. Und keine kann wirklich was machen. Das ist unangenehm. So. Ja. So, die schicken wir erstmal ins Bad. Du kannst erstmal aufs Klo und duschen. Wir haben ja erst 4 Uhr. Dann kommt ihr euch zeitlich nicht in die Quere. Vielleicht schaffst du es sogar dann noch, deine Berichte abzuschließen. Das wäre nicht unbedingt schlecht. Oh. Ist das... Ist mir gar nicht aufgefallen. Warum schwimmt denn da der Boden? Das war doch... War das mal kaputt, das... Es war doch noch nie kaputt, das Waschbecken, oder doch? Naja. Interesting. Übrigens, nächste Woche kommt wieder ein neues Accessoire-Pack. Heimkino-Accessoires ist, glaube ich, der Name. Es sieht für mich jetzt persönlich aktuell gar nicht mal so interessant aus. Ich werde es mir trotzdem holen, weil ich mir einfach alles holen will, um euch zu zeigen, was drin enthalten ist. Damit ihr euch auch so ein bisschen überlegen könnt, lohnt sich das für mich? Ja, nein, vielleicht... Und deswegen wird es auch bei mir in die Spielesammlung wandern. Ich glaube, am 12. Ich meine, am 12. kommt es. Ah, ja. Wird dann aber natürlich noch nicht wieder in der Folge drin sein, weil diese Accessoire-Packs und die Gameplay-Packs, die kommen ja nie um 0 Uhr, sondern immer abends um 19 Uhr. Das heißt, da müssen wir uns dann bis zum 13. gedulden, bis man das dann sieht. Aber wie gesagt, ich werde es auf jeden Fall zeigen. Das habe ich mir schon fest vorgenommen. Emi, was machen wir nur mit dir? Bist du immer noch müde hier? Warte mal, haben wir vielleicht einen Stimmungsheber für Cleo? Weil wir müssen ja mal irgendwie gucken hier. Aber alle beide haben sie nicht so die perfekte Laune. Ja. Hoppala, da wollte ich nicht hin. Stimmungslöser, sofortiger Spaß, das da was. Das brauchte ich genau, weil 100 von diesen Einflusspunkten, das ist ja jetzt nicht so viel. So. Zack, trinken. Dieser gute, sofortige Spaß. Oh, hier, zieh dir mal was an. Okay, wollen wir vielleicht Cleo hier noch die... Kriegen wir sie vielleicht sogar noch an die Berichte? Nein.
Ja, Auswahl, Webberichte ausfüllen. Ich weiß es nicht, vielleicht, opala, vielleicht kriegen wir das sogar noch hin, bevor sie auf die arbeiten muss. Weil sie hat jetzt noch 2,5 Stunden Zeit. Ja, vielleicht kriegt sie es noch hin. Das wäre natürlich nicht schlecht. Wenn wir hier mal noch ein bisschen was schaffen würden. Sie müsste eigentlich auch mal noch wieder an einem Buch schreiben. Das haben wir auch noch nicht geschafft. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hoppala. Ja. So ein typischer Dienstagmorgen. Wer kennt das nicht? Man steht in Unterwäsche, Rühreimampfen neben seiner besten Freundin, die schon mal für die Arbeit vorarbeitet. Oh, hier unten haben wir noch keine Tapete. Muss ich mich auch mal noch irgendwann drum kümmern. Ach komm, Cleo, du wusstest noch nicht, dass Noemi, Cleo, weißt du? Ich wollte gerade sagen, Cleo wusste noch nicht, dass das Emi Musikliebhaber ist. Emi ist doch DJ. Da liegt es doch eigentlich nahe, dass sie was mit Musik anfangen kann, oder nicht? Gemerish Brihei. Schreibe mir eine glückliche SMS. So, darum kümmern wir uns. Das machen wir schon. sie sind dann noch beste Freunde. Oh. Nee, sorry, das geht gerade nicht. Wir können uns nicht mit dir treffen, Hendrik. Das ist, Emi muss doch gleich arbeiten. Gut, dass hier genau das Teil vor ist. Ansonsten könnte man ihr jetzt volle Kanne auf ihren Hintern gucken. Auf ihr Hinterteil. Ach, das... Nein, das kam in der... Nein! Wo kommt das Lied? Wo kommt das Lied? Das kam gerade ganz klar auf der Stereoanlage. Aber wo? Musik. Wir müssen irgendwo... Beautiful. Müssen wir irgendwo finden. Normalerweise müsste das hier sein. Aber ja. Ja. Zack. Ja. Sehr gut. Also, Emi entwickelt sich gerade so ein bisschen in Richtung Michaela Schäfer, obwohl sie dafür noch ein bisschen zu viel anhat als DJ. Aber naja, gut. So sollte sie eigentlich nicht enden. Gut. Aber mit diesem Bild würde ich sagen, verabschiede ich mich auch für heute von unserer Mädels-CG. Morgen geht's weiter mit dem Bauen. Und übermorgen hoffe ich dann einfach mal, dass wir dann mal zum Angeln kommen. Ich denke, ich werde dann schon mal den Arbeitstag überspringen, damit wir das dann nicht nochmal angucken müssen, weil da tut sich ja sowieso nichts. Ich verabschiede mich, wünsche euch einen wunderschönen Freitag, einen tollen Start ins Wochenende und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!